Hallo, ich bin Christian Kokol und ich bin arbeitslos, Vollzeit. Da bin ich ein bisschen einsam geworden und da kann ich kurz erzählen, habe ich eine Erfahrung gemacht. Da habe ich mich aus lauter Einsamkeit vor den Spiegel gestellt und habe den Geheimratsecken beim Wachsen zugeschaut. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie die sich irgendwann mal auf meiner Glatze treffen. Und dann sagte die eine Geheimratsecke so zur anderen: Mann, um ein Haar hätten wir uns verpasst. Da habe ich lieber eine Mütze aufgezogen. Ja, ich habe mir jetzt gegen die Einsamkeit habe ich mir so einen kleinen Wellenfipsig geholt. Der ist cool. Der guckt den ganzen Tag aus dem Fenster. Und da habe ich den letzten erwischt, da guckt er so aus dem Fenster, hat er so gemacht, so. Hatte so einen Krankenwagen nachgemacht, ne? Die sind gar nicht so blöd, wie man denkt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn der das schon erkennt, ne, dachte ich, dann kannst du ihm noch was beibringen und meiner kann jetzt Dankeschön sagen, ne? Da gebe ich dem Futter und dann sagt er so. Gebe ich ihm ein bisschen Futter, sagt er. Sag ich immer. Gebe ich ihm wieder Futter, sagt er. Sag ich ihm wieder. Können stundenlang mit dem machen, ne? Und dann dachte ich, ja, dann kannst du ihm ja noch mehr beibringen, ne? Und ich frage ihn jetzt immer, wie es dem geht, ne? Frage ich ihn, wie geht's dir gut? Dann sage ich so. Dann sagt immer, der sagt dann immer so. Und dann dachte ich, ja, ist ja klar, ich bin ja auch nicht immer zu Hause. Wenn der so sagt, so. Da ist ja so ein bisschen, ne? Ich bin ja auch nicht immer zu Hause, ne? Und dann dachte ich, ja, da musst du einfach nur noch einen holen, ne? Weil es sind ja gesellschaftliche Tiere, die Wellenfipsische, ne? Wenn du die artgerecht halten willst, brauchst du mindestens zwei, eigentlich 25, 30, 40, 50, ne? Aber ich habe jetzt zwei und dann kam das so zu der Situation, da sagt der eine Wellenfipsig zum anderen, sagt er. Ja, sind aber zwei Männer, ne? Kölsche Wellenfipsische unter sich, ne? Aber Tiere sind schön, oder? Tiere sind schön, ne? Ich bin dann runter in den Park, da habe ich auch noch eine Erfahrung gemacht. Kann ich kurz erzählen? Ja? Habe ich eine Erfahrung gemacht, ne? Da hat sich ein Schmetterling neben mich gesetzt, ne? Gestellt. So aufrecht hat er sich gestellt, ne? Und das war so schön, ne? Einfach schön. Der hat die Flügelchen immer so aufgemacht. Und dann hat er die Flügelchen wieder zugemacht. Das war so schön. Einfach schön. Ich war gefesselt. Da hat er die Flügelchen wieder aufgemacht. Und dann hat er die Flügelchen wieder zugemacht. Nur irgendwann konnte ich nicht mehr. Da habe ich mir den gepackt, zugedreht und geraucht. Zwei Blättchen waren ja schon dran. Boah. Das hat geschmettert, ey. Da habe ich es aber erstmal mit dem Flattern zu tun bekommen. Das hat übrigens nichts mit Drogen zu tun. Also wenn du irgendwie Lichter sehen willst, oder wenn du fliegen willst, oder wenn du sogar ins Licht fliegen willst, musst du Motte rauchen. Motten ballern voll. Ja, dann sitze ich da im Park, hab diesen Schmetterling geraucht, da sitzt da auf einmal ein Einhorn. Mit so einem Schild um den Hals, Searching for Glory Hole. Und noch so ein Delfin. Mit so einem Schild um den Hals, I am the Glory Hole. Und ich fand das schön, ne? Dann gucke ich so weiter im Park, da war da noch so ein Junge mit Gitarre, hat Friedensliteratur gespielt. Und da hat er sich actionmäßig die Haare wachsen lassen. Im Park actionmäßig die Haare sind in die Gitarre rein und er hat so virtuos gespielt, da kam so unten so ein Pulli raus. Wie so ein Teppichknüpfgerät, ne? Eine Gruppe Juden und eine Gruppe Moslems haben zusammen Backup-Vocals gesungen. Und ich fand das schön, ne? Und dann sitzt da noch so eine Gruppe Hipsters. Kennt ihr Hipsters? Alle so Thrombose-Jeans an.
Und so eine Brille, wo du denkst, sie hätten zwei Gameboy-Lupen aneinander geklebt. Und da sind die ganzen Frauen, ne? Und ich denk so, was haben denn die Hipsters, was ich nicht hab, ne? Und da hab ich gesehen, die haben alle so Löcher im Ohr. Hast du das mal gesehen? Löcher im Ohr. Wie nennt man das? Was ist das? Löcher, richtige Löcher. Wie heißt das denn? Ach, sag mal, redet ihr nicht mit mir? Tunnel? Ja, dann könnt ihr so eine LED hinters Ohr hängen, da haben die Licht am Ende vom Tunnel. Ich verstehe diesen Trend nicht, ne? Guck mal, da geben sich Eltern in der ganzen Welt Mühe, Kinder zu zeugen, an denen auch alles dran ist. Da kommen die nach Hause, haben Löcher im Ohr. Was machst du dann als Eltern? Hausarrest? Oder an die Leine, eine Öse ist ja schon da. Oder? Die kommen doch nie mehr wieder. Ich meine, die fahren zu Rock am Ring, dann pennen die da besoffen auf der Wiese ein und dann kriegen die erstmal so einen Zeltehering durchs Ohr gekloppt. Ich verstehe diesen Trend nicht, ne? Aber eigentlich, guck mal, eigentlich wollen die ja nur so individuell rüberkommen, ne? Aber ich finde, die schaffen das nicht, ne? Weil dann haben die hier ein Loch und hier ein Loch, also im Prinzip können sie nehmen und in einem Ordner abheften. Oder wenn es schnell gehen muss, eben im Schnellhefter. Den gibt's in allen Grundfarben. Ja, danke schön. Ne? Den gibt's in allen Grundfarben, dann können die sich aussuchen, welcher Power Ranger die sein wollen. Aber im Prinzip, also jeder soll machen, was er möchte, ne? Das ist meine Message. Aber wenn das witzig ist, kann ich darüber erzählen. Dankeschön. Christian Kobold! Was hast du vor? Ich wollte mal gegenfilmen. Ach, gegenfilmen, ja wunderbar, gute Idee. Christian, für meinen Videoblog. Verstehe. Was sagen deine Eltern, wenn die Nachbarn fragen, und was macht er denn so jetzt beruflich, ihr Sohn? Ach so, ja, der überbrückt bis zum Studium. Ach so. Mit Comedy. Verstehe. Der verdient sich was dazu fürs Studium. Willst du noch weiter filmen? Ach so, ja, können wir, ne? Ja. Das Finale filmen. Hast du die Überleitung gemerkt? Christian Kuckuck, meine Damen und Herren!